Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in Alpha 19 in der Mod-Version Rares UK. Und wie ihr seht, die Krankheit ist nicht weggegangen. Wir werden gleich direkt am Anfang der Folge durch die zweite Krankheit ebenfalls sterben. Das ist echt ein bisschen unglücklich gemacht, finde ich. Also, ja, man lebt und man ist sofort krank. Ja, das heißt, wir warten noch eben die paar Sekunden, dann sterben wir ganz gemütlich. Nervig sowas. Also ich hoffe, dass das gefixt wird, weil ich glaube nicht, dass das absichtlich ist. Wäre sonst echt ein bisschen sehr blöde. Das lassen wir mal eben kurz raus. Ich weiß nicht, dass ein Bug ist hier, der Rucksack verschwindet auf einmal, wenn ein neuer generiert wird. Ja, das nenne ich mal einen sehr guten Start in die Folge. Also ich hoffe mal, dass sie das wirklich ändern. Denn das ist wirklich sehr nervig. Aber wir werden jetzt trotzdem mal zusehen, dass wir hier die Kits mal machen, weil ich glaube, von denen werden wir sehr, sehr viele benötigen. So, Hardy First Aid Kit. First Aid Kit. Hier. Was brauchen wir? Blutbeutel. Gärungsalkohol und Verbandskästen. Ja, Verbandskästen. Ich glaube, wir gehen mal hier in den Pop im Pilz rein. Ich glaube, da sollten wir schon einiges davon bekommen. Hoffe ich doch. Was nehmen wir denn mal mit? Auf jeden Fall eine Schrotflinte können wir mitnehmen. Ich glaube, wir haben auch nur eine, ne? Ja, entweder die oder haben wir... Ah, hier haben wir auch eine. Ja, komm. Schrotflinte. Die nehmen wir ebenfalls mit. So, und wir haben Tag 6. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um eine Base zu bauen. Also es kann echt düster werden. Dann gehen wir jetzt mal hier vorsichtig rein. Oh, sieht aber auch anders hier. Ich bin fest. Ah, jetzt hier, Freiheit. Muss gleich einmal nachladen. Da kommen jetzt aber mehrere durch. Okay, noch lebe ich. Ich habe zwar eine Schramme. Alles gut. Okay. Okay. Tot? Du bist tot? Okay, gut. Ich habe nur eine Schramme. Und etwas hier, was... Genau, hier Glas, wo ich auch schon wieder wegmacht. Keine Krankheit, das ist schon mal sehr gut. Ich bin überhaupt kein Fan von den Krankheiten. Oh ja, da kommen auch schon welche. Was war das denn? Oh ja, und schon ist die Waffe aufgebraucht. Ich glaube, wir sollten mal vorsichtshalber die andere Schrotflinte auch mitnehmen. Die hier. Wie nennt man die jetzt ganz genau? Automatische Schrotflinte, genau. Die befüllen wir mal eben. So. Hallo. Also, die neuen Grafiken, es sieht echt so geil aus. So echt vor allem, ne? Deutlich echter als zuvor. Gut, hier ist nix. Das wird, glaube ich, auch nur so ein kleiner sein. Okay. Gut, hier ist nix. Da ist was. Hier. Stürzt hier schon alles ein. So, dann werden wir auch, nachdem wir hier leer gemacht haben, werden wir uns mal Räder herstellen, um endlich auch, ein Fahrzeug zu haben. Achso, die sind dann auch auf der Rückseite. Vorne und hinten, okay. Es sieht auf jeden Fall wie ein richtiger Laden endlich aus, ne? Und auch wie es aussehen müsste, so nach einer Apokalypse hier alles leer gefegt und so. Was?
Okay, bist du tot oder? Gut, die macht natürlich deutlich weniger Schaden als die normale. Wir können ja erstmal die normale ausrüsten. Die Haltbarkeit-Taste. Max-Haltbarkeit, aber hier steht nicht, wie viel sie jetzt noch hat, ne? Nee. Fünkchen, also ein paar Schüsse sollte sie, glaube ich, noch können. Zigarettenwerbung. Für $8.99. Ah, hier auch ein neuer Scanner. Also echt cool gemacht. Da ist jetzt echt die Frage, kommt das von den Farmchamps oder haben die in der Mod wieder so Gas gegeben? Ah, sehr gut, das brauchen wir. Um natürlich auch hier die Heilung herzustellen. Hier ist alles leer. Der Frühschrank ist leer. Okay. Mal gucken, was hier so ist. Hier haben wir einmal eine Pop-and-Pips-Kiste. Okay. Da ist auch noch was. Bam! Mal eben hier gucken. Nee. Ja, komm, das nehmen wir auch mal mit. Leder nehmen wir mit. Unglaublich, wir sind an Tag 6. Wir haben weder eine Schmiede, wir haben noch gar nichts. Aber wir wollten ja auch erstmal was finden, wo wir uns überhaupt niederlassen. Und dann kommt alles hier ratzfatze. So. Einmal kann ich mich ja heilen. Blutbeutel. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt einen Verbandskasten machen kann. Zum Allgemeinen, Verbands. Ne, ist noch gesperrt. Ah, dann müssen wir hier, ich glaube hier war das, ne? Den Arzt müssen wir machen. Ab Level 3. Können wir eben einen Punkt hier rein. Ist hier auch schon ein Verbandskasten, oder? Ne, aber Chemiestation. Und ab... Ist hier für Verbände? Ja, hier, ab Nummer 2. Dauert aber auch noch ein bisschen, bis wir da hinkommen können. Also wir hätten uns so oder so nicht heilen können. Dafür brauchen wir mehr Verbände. Verbandskästen. Mal gucken, was hier auf dem Dach. Was ist das? Abendschuhe. Oho. Nehmen wir mal mit zum Verkaufen. Haben ja genügend Händler hier. War ja klar. Und schon ist da ein Geier. Oh, und das ist eine schöne Kiste und da ist auch noch was. Aber erstmal... Oh. Oh. Hätte jetzt nicht gedacht. Ah, das war's. Die ist jetzt leer. Noch ein Geier hier? Nee. Habe ich denn das Ding? Oh Gott, machen wir jetzt hier mit auf. Habe ich gerade hier eine Krankheit oder was ist? Ernsthaft? Ja, schon wieder. Bird Flu. Die Vogelkrippe. Nee. Ah, oh, ich hasse die Dinger, ne? Hier ist ja alles voll mit den blöden Krankheiten. Egal bei was. Krankheit hier, Krankheit da. Also es ist deutlich schwieriger, habe ich das Gefühl, als in Alpha 18. Oder ich stelle mich einfach nur so mega schlecht an. Oder beides. Kann ja auch sein. So. Oh, hier ein bisschen Blut, ne? Genau hier. Erste Hilfe. Müssen wir mal beim Zombie probieren. Ne, da ist nichts. Ah, hier. Ne, haben wir auch von. Ja, dann ist das auch schon fertig. Deutlich weniger Sachen erhalten als gedacht. Ich dachte, wir bekommen viel mehr. Weil sonst, wenn man hier in so einen Pop-and-Pilz geht, dann hat man hier das halbe Inventar voll.
Dann machen wir erstmal den Bird Flu weg. First Aid Kit. Verbände brauchen wir noch ein paar. First Aid Kit können wir herstellen. Aber nur eine, ja. So. Bird. Können wir immer noch... Ach, hier, klar. Verbände. Verband. Machen wir mal 5. Dann können wir hier wieder Bird eingeben. Und Hefting. So, dann würde ich mal sagen. Dann können hier ein paar Sachen erstmal wieder so hin. Alle hier. Warten wir mal. So, dann gucken wir mal, was wir für ein Rad brauchen. Und dann können wir das eben hier nebenan schon mal beim Händler fertigen. Rad. Geschmiedetes Eisen, Kunststoff, Öl, Kohle. Gut, Kohle haben wir, glaube ich, nicht. Das war das Öl. Öl, Schiefer nicht, aber Öl. Ah, ja. Kohle, Öl. Das mit Säure. Wo habe ich jetzt Öl? Ne, Öl habe ich. Aber die Flasche mit Säure haben wir. Da. Und was war das jetzt noch? Hier. Plastik. Kunststoff. Da. Da müssen wir jetzt eben hier nur noch fix irgendwo Kohle finden. So ein Ressourcending. Und dann können wir uns die 4 Räder herstellen. Und dann uns ebenfalls endlich auch die. Das Fahrzeug. So, jetzt mal eben gucken. Irgendwo müssen wir jetzt hier auch so ein Öllieferant, wollte ich gerade sagen, hier so ein Kohle-Ressourcenstand kommen. Irgendwo hier so bestimmt, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Dann können wir uns ja hier so an der Ecke, hier wo ich jetzt gerade langlaufe, könnten wir uns ja auch, oh. Die Base passt. Dong. Sieht schon mal sehr gut aus für eine Base. Okay, hier ist Red Digging. Rick Danger Mining. Aber hier so. Irgendwie hier. Dann die Base hinsetzen. Können wir uns hier schon mal festhalten, ne? Würde ich mal sagen. Hier oder hier. Hier haben wir auch alles einfach hier. Ey, ich finde die Stadt so mega geil einfach. Können wir gleich gucken. Erstmal hier. Hier haben wir Potassium. Also Nitratpulver. Blei. Auch sehr schön. Normale Steine. Irgendwo müsste auch Kohle gleich kommen. Genau. Wenn man es braucht, dann findet es man natürlich nie. Hier, das Auto können wir eben auch noch auseinandernehmen. Ich glaube, wir brauchen ja noch ein Licht. Wo habe ich denn... Hä? Gut. Wir könnten das Auto auseinandernehmen, wenn ich die Schraubfeder dabei hätte. Ah, aber ich sehe da hinten links schon Kohle. Ah, Floggy, es tut mir leid. Ja, den alten PvP-Server gibt es, glaube ich, noch. Also, ich habe da bis jetzt auch noch gar nicht raufgeguckt. Ich weiß nicht, ob er deaktiviert ist. Oh, oh, oh. Aber müsste dann eigentlich vorhanden sein. Und hey, Floggy! Sorry, ich war gerade hier so komplett vertieft. So, nehmen wir mal ein bisschen Kohle hier mit. Und dann geht's ab zum Händler und stellen uns die Reifen her. So, hier dieses Bird-Influ müsste ja auch fertig sein. So. Wunderbar. Ach, und wir heilen uns dabei noch. Das ist auch sehr nett. Kommt ihr jetzt echt zu mir?
dann halt so. So, dann mal gucken. Also ich werde auch den PvP-Server auch nochmal neu aufsetzen. Oh, 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 oh. Da hinten. Aber wir gehen erstmal hier zum Händler. In der Zeit, wo wir dann den Airdrop holen, kann der uns schon mal die Räder fertig machen. In der Werkbank. Ja, bei einem von denen auf jeden Fall. Das ist ein Untergrund. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier sowas hat. Ah, hier. Der hat auf jeden Fall eine Werkbank. Da lang. Dun, 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 dun. Achso, das ist das, okay. Ah, hier haben wir auch Eisen. Also hier haben wir in der Stadt alles, was wir wollen. Es gibt unendlich viele Händler. 3 Schiffe, also... Ah, perfekt. Hier können wir uns schön austoben. Ich bin, glaube ich, aber auch jetzt falsch gelaufen. Mal gucken, wo ist denn der rote Punkt? Da ist der. Ach ja, hier. Direkt vor der Nase. Hier ganz kurz was nachgucken. Ja, auch alles wunderbar. So. Dann mache ich hier so rum. Und da sind wir schon. Mach mal einmal so ein Häschenhüpf. Ah, ich hoffe, das kann ich hier überhaupt machen. Nee, das war ja hier Waffen. Nee. Der hat ja keine normale Werkbank. Ah! Da muss ich doch mal zu den anderen Händlern gehen und da bloß nicht reinfallen. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Du. Ach du Schande. Gehen wir mal in den Untergrundhändler. Weil der hat das. Das ist so einer. Das. Gehen wir mal da entlang. Oh. Wäre jetzt sehr makaber, wenn keiner der Händler hier eine Werkbank hat. Dann müssen wir mal gucken, wo eine aktive nochmal ist. Ich habe mir auch die nicht gespeichert. Ganz genug müssen wir uns für eine machen. Allerdings, ja, wäre es halt ein bisschen nervig. Aber mal gucken. So, hier ist das. Lass mal die Tür hier auf. Oh, hier habe ich auch noch nicht geguckt. Ja, guck. Ja, dann nehmen wir die jetzt mit hier, ne? Level up! Ah, ich war gerade weg. Oh, okay. Das ist merkwürdig. Also es kann vielleicht auch an mir liegen, ich weiß es nicht. Durch den neuen PC habe ich ja viele, oder muss ich viele, viele Einstellungen komplett neu machen. Kann sein, dass da noch so kleine Fehler sind. Ah, sehr schön. Endlich wieder ein paar mehr Bücher hier. Gibt's hier auch irgendwo eine Werkbank? Wäre sehr optimal. You're looking kind of rough. You didn't get bit, ich habe aber viele hier vergessen. Oha. Dum, 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 dum. Aber ich glaube, eine Werkbank gibt es hier ebenfalls nicht. Und nochmal, willkommen zurück, Floggy. So, jetzt mal eben gucken, wo... Ich glaube, da hinten war der andere Händler, ne? Ne, hinter mir. Hier entlang. Aber das ist ebenfalls der normale Händler. Ach, das Handel. Dann mal gucken, irgendwo war hier doch auch eine Tankstelle. Genau, da.
Vielleicht haben die eine funktionierende Werkbank. Da ist auch noch eine. Weiß gar nicht mehr. Hatte das Gebäude eine Werkbank? Ist ein Verkaufsraum? Ja, ich glaube eher weniger, ne? Nee. Dann gehen wir mal zur nächsten Tankstelle. Irgendwo muss es eine funktionierende Werkbank geben. Wir wollen das Fahrzeug endlich zusammensetzen. Mal gucken. Hier vielleicht? Oh, da liegt ein Motor. Ich glaube, die hatten hier auch keine. Ah! Kann ich hier so ganz leise entlang schleichen? Ich glaube, unten wird auch keiner sein. Verdammt. Sonst zur Not muss ich wirklich gleich gucken, dass ich mir eine selbst herstelle. Dann halt mit einem Claim-Block, dass ich das dann wieder aufsammeln kann. Weißt du, dass ich beim PvP-Server noch einen Mega-Händler fand? Also drei. Oh, sehr geil. Oh, das ist echt geil. Nee, das wusste ich leider nicht. Das Pilz, das haben wir alles. Wo könnte denn noch so... Hier sind viele Händler, aber eben nicht die mit den Werkbänken. Also mit der normalen Werkbank, die ich benötige. Also Schraubenschlüssel habe ich. Klauenhammer. Kann ich auch selbst herstellen. Zwar teuer, aber naja, ne? Dann würde ich mal sagen, gehen wir zu unserer Kiste hier vorne. Oh, das Schiff ist auch direkt in der Nähe. Und hier, oh. Sehr langsam vorbeigehen. Gucken, ob hier vielleicht irgendwo eine Werkbank versteckt ist. Ich wollte gerade sagen, ohne dass die Zombies hierher kommen. Hast du alles dabei. Hat dieses Papierding vielleicht eine? Ich weiß auch echt nicht aus dem Kopf, wo normalerweise eine Werkbank sich so befindet. Na, hier Kino oder? Ja. Sehr cool. Schade. Das hätte ich gerne gesehen. Oh, das Schiff ist echt gigantisch. Ja gut, nee, wir basteln uns jetzt selbst eine Werkbank. Das ist eindeutig schneller, glaube ich mal, als wenn wir jetzt hier rumgeistern. Ja, der Floggy war kurz davor, mich auf unserem PvP-Server, wie es klingt, ist er jetzt wohl deaktiv. Muss ich mal gucken. Ich war da jetzt auch noch nicht mehr drauf. Er war kurz davor, mich zu raiden. Mit 3 Helikopter und 500 Dynamit. Wäre natürlich sehr interessant gewesen, ob er das geschafft hätte und wie etc. Ne? Ist immer das Interessanteste dabei. So, dann gucken wir mal. Einen Schraubenschlüssel habe ich. Ein Klauenhammer habe ich hier, glaube ich, gar nicht. Das heißt, das müssen wir uns herstellen. Da war Leder. Geschmiertes Eisen habe ich. Was war denn noch für ein Klauenhammer? Holz und Klebeband. Ah, gut, alles gut. Und Holz. Ich mein Holz. Da. So, stellen wir uns mal einen her. Laufen auch schon mal. Ah, warte mal, dann können wir hier die mechanischen Teile und so auch mitnehmen. Ich glaube, Nägel brauchen wir vielleicht dafür. Mechanische Teile habe ich schon dabei. Wir können mal eben kurz gucken. Hier so Werkbank.
was wir dafür benötigen. Ja, nur noch. Ja, können wir dann auch unterwegs machen. Dann holen wir uns jetzt hier mal den Airdrop. Ja, ich muss mal gucken, weil rein theoretisch dürfte der Server nicht einfach so weggehen. Dann habe ich wieder was, um die anzukacken. Weil auch wenn ich kein PC habe oder so, der Server läuft ja über Keyportal. Der darf dann nicht einfach so ausgehen und da kommt eine Horde, glaube ich. Ja, hier ist eine Wanderhorde, die umlaufen wir mal ganz elegant. Denn wir haben jetzt gerade nicht so viel Munition. Aber wir können ja, bevor wir den Schraubenschlüssel ausgeben, können wir ja mal eben versuchen, dass wir noch ein Licht bekommen. Ich glaube, das brauchen wir nämlich für das Auto. Kriegen wir noch eine Lampe? Eine Batterie? Okay. Ah, da haben wir die Lampe. Wunderbar. Sollten wir die nicht brauchen, haben wir die jetzt halt trotzdem. Also ist ja nichts Negatives. Na gut, dann können wir die ja hier noch ein bisschen weiter benutzen. Ah, okay, dann bis später, Floggy. Ja, wie die meisten natürlich wissen, wenn ich aufnehme, bin ich auch live. Und daher kommen dann ab und zu so ein paar Antworten oder so aus dem heiteren Nichts. So, wo bist du? Da. Einmal nachladen und weiter geht's. Paar Eier? Yes. Eier nehme ich immer gerne mit. Für den Eiweiß. Gut für die Muskeln. So. Wir brauchen noch ein paar Milchsets aus dem Müll. Findet man ja oft im Müll. Damit wir hier auch komplett alles frei nutzen können. Ich bin mal gespannt, was jetzt im Airdrop drin sein wird. Hoffentlich mal bessere Sachen als zuvor. Wäre mal sehr nett. Dann werden wir uns auch tatkräftig ranmachen, wenn wir eine Werkbank haben, dass wir uns eine Orgel herstellen. Ich glaube, die müssen wir jetzt auch schon lange können. Eine Orgel herstellen. Wir müssen... Oh. Oh, da sind mehrere. Dann nehme ich mal hier. Da sind doch ein bisschen zu viele jetzt gerade. Und ich habe wieder eine Krankheit, das gibt's doch nicht. Also es gibt's ja nicht, ne? Hier kriegt man Krankheiten wie sonst was. Das ist schon ein bisschen nervig. Weil dann werde ich kurz vor Hordenbeginn schon sterben. Ah, gibt es so eine Immunisierung gegen die Krankheit? Das ist ja echt schrecklich. Die nach einmal berühren, bumm, krank. Oha, und der Airdrop ist ja wirklich am A der Welt, ne? Würde ich mal so sagen. Ja, komm. Wir brauchen eh ein paar Erfahrungspunkte. Wo ist denn noch einer? Ja, nee, ist klar. Tschüss. Hei, 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 hei. Ja. Wir müssen mal ein bisschen so sparen. Aber wir müssen natürlich ein paar Level-Ups auch machen. Denn nur so werden wir auch stärker. Was war das denn jetzt? Oh. Nein, tu es nicht. Oh.
Ich hab gesagt, du es nicht. Brauchst nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. So. Jetzt haben wir 4 Punkte. Als allererstes, damit wir eine Chance haben, die Krankheit wenigstens loszuwerden, werden wir jetzt mal hier die Intelligenz. Oh, sorry, da musste ich kurz niesen. Werden wir die Intelligenz mal einen hochsetzen, um den Arzt zu noch nicht hochsetzen zu können. Oh, makaber. Gut, beim nächsten Level ab können wir auch den Arzt hochmachen. Und dann können wir auch die Verbandskästen, die wir benötigen, um diese Injektion, um uns zu heilen, herzustellen. Ah, ganz schön weit weg hier, der Erdwurf. Oh ja. Okay, sehen wir was von der Gegend. Hier haben wir auch nicht mehr 10 Schuss. So, hier einmal nachladen. Den anderen Kack hier auch nachladen. Oh. Habe ich nicht dabei. Das ist nachgeladen. Dann werde ich mal eben hier die beiden mal austauschen. So. Ja, ja, Schlange ist klar. Ach. Ja, aber ein schönes Landleben hier, ne? Noch 200 Meter und dann haben wir's. Ah, hier, wir können ja die Werkbank schon mal starten. Braucht ja auch ein bisschen Zeit. Die Ausdauer macht uns natürlich auch wieder Probleme. Wir müssen was essen, haben aber jetzt nichts direkt dabei. Eier. Nee. Oh, was ist denn das? Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und besser als diese Alternative da. Gehen wir mal hier runter. Gucken uns das mal von außen ein bisschen an. Mal von hier oben. Den Zombie will ich jetzt... Natürlich haben wir keine Wahl. Der wird einfach... Gut, dann laufen wir halt ein bisschen. Ach, wie ärgerlich! Ich wollte gerade die Waffe wechseln. Das Nervige ist einfach, die Krankheit ist 100% auch gleich noch da. Also das ist echt eine Fruststaffel auf jeden Fall. So, aber wir haben jetzt keinen Hunger mehr. Ja klar, die Krankheit... Hä? So. Die Krankheit bleibt natürlich. Haben wir hier sonst noch die 7er Munition? Oh, hier. Können wir einfach mal mitnehmen. Die schadet jetzt ja nicht. Gut. Und dann direkt weiter. Ah, die Teile der Werkbank sind natürlich da hinten. Ah! Deswegen will ich unbedingt ein Fahrzeug. Nee, da laufen wir jetzt nicht lang. Da steht noch die komplette Wanderhorde. Wir laufen jetzt auch in eins durch. Wenn die Ausdauer das zulässt. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt hier mal einen kleinen... Ach, wir sind eh am Ende der Folge. Ja, dann passt das ja. Dann werde ich mir offline eben dahin laufen und werde dann... Ah, sage ich gleich. Und dann werde ich dann die nächste Folge starten, wenn wir auch am Airdrop angekommen sind. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ebenfalls einen Kommentar. Und wenn ihr möchtet, dann auch gerne ein Abo. Also macht's gut, meine Lieben.